Hey Clasher, wir haben heute ein absolut geiles 2 gegen 2 Showmatch. Und hier ist es aktuell so, in der Seeschnellen Armee, dass es darum geht, kreative Angriffe zu machen. Das, was auf Rathaus 14 so unfassbar genial war bei den Profis, dass sie die komplett verrücktesten Angriffe heute gemacht haben, die es aktuell so gibt. Es geht nicht einzig und allein darum zu gewinnen, sondern es geht darum, am Ende so beeindruckende Angriffe zu machen wie möglich. Und wir haben Garku, der das Ganze startet mit 100 Lakaien. Wir haben ein 2 gegen 2. Garku und Jojo, jeweils 2 Accounts. Gegen Klaus und Temper, auch jeweils 2 Accounts. 4 der besten Spieler der Welt. Und die werden uns jetzt hoffentlich richtig, richtig geil verzaubern. Und ich bin gespannt, ob er hier eine Chance auf 3 Sterne hat mit 100 Lakaien. Auf Rathaus 15 waren diese ganzen Kreativturniere immer, finde ich, ein bisschen nutzlos, weil man eh kaum Chancen hatte, damit auf 3 Sterne zu kommen. Auf Rathaus 14 und auf Rathaus 16 jetzt allerdings hat man diese Chancen. Umso geiler ist am Ende das Gefühl, wenn es halt eben einer der Profis wirklich schafft, mit einer dieser Armeen irgendwie auf diese 3 Sterne zu kommen. Nun ja, er startet auf jeden Fall hier mit dem Rückrufzauber, um einiges für seinen Flinger rauszubekommen und gönnt euch das einfach mal. Der Flinger bekommt unfassbar viel, aber die Königin läuft jetzt hier rein, da muss aufpassen. Unsichtbarkeitszauber wird genutzt, um die Königin zurück zum Rathaus zu drücken. Und das Ganze sieht bisher tipptopp aus. Ein wichtiger Hinweis hier dabei noch, das sind keine Trolldörfer oder ähnliches. Dieses Dorf hat Klaus unter anderem ganz oben in der Legende zum Ende der Saison hin benutzt. In den Top 100 global. Das heißt, es sind wirklich unfassbar gute Dörfer. Und jetzt haben wir es hier, den Start der Lakaien. Die ersten 50 Lakaien wurden gesetzt mit der Wutaura. Das Streukatapult hat einmal geschossen. Er schießt nochmal viele Minions. Und er muss die Minions nach und nach setzen wegen roten Minen. Es sind alles Einzelfernotürme, die natürlich hier ihm jetzt helfen. Wächterfähigkeit genutzt. Und Gladiatoren von oben mit dabei. Raketenballons kommen raus. Die Minions gehen hier weiter durch. Kann es reichen für Garku hier? Frostzauber ist da, perfektes Timing, Giftzauber auch, die Gladiatoren oben macht weiter, Tornadofalle ist am Nerven, aber die Chance für 3 sind noch da, die Minions gehen hier weiter durch und das könnten und sollten am Ende hier für Garku direkt 3 Sterne werden mit den Mass Minions. Man versucht, sagen wir doch, die großen Brüder hier mit dabei, man versucht natürlich in der oberen Legende aktuell super Dolle gegen Queen Charges und geht natürlich gegen die Wurzelkriegerin zu verteidigen und da braucht man diese Einzel-Inferno-Türme. Ich sag mal so, Mass Lakaien sind, oder Single-Player-Türme sind nicht so stark gegen Mass Lakaien. Da wäre der Multi besser gewesen. Und am Ende gönnen wir uns bereits am Anfang die ersten 3 Sterne. Ich sag euch, es werden wilde Angriffe, es werden geile Angriffe der Profis. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir als nächstes sehen werden. Denn das war gerade mal der Anfang. Jetzt haben wir Temper, der drin ist. Was wird der uns hier zeigen können? Wir haben... Okay, das ist schon fast so eine Arche. Oh, wir haben hier den Barge, das heißt Barbaren und Bogenschützen. Und was werden wir sehen? Oh, halt, stopp, er hat mir einen Screenshot geschickt. Er möchte, glaube ich, hier mit den Elektrodrachen blitzen. Mal gucken, wie er das Ganze hinbekommt. Ich war der Meinung, dass ich das gesehen habe. Er hatte, glaube ich, mich in den DMs einmal angeschrieben, ob ich der Meinung bin, dass die Blitze so gehen. Ich bin da absolut kein Profi, von daher musste ich ihm da leider sagen, ich denke ja, aber ich bin gespannt. Er blitzt jetzt hier. Und dann würde er jetzt gleich versuchen, eben... Oh, warte, er hat den Blitz. Moment. Weiterer Blitz kann auch mit gesetzt werden. Wo kommt der Blitzzauber jetzt hin? Oh, der Blitzzauber. Er muss hier aufpassen. Der X-Bogen steht noch. Was ist der Plan hier? Was ist der Plan hier? Barbaren und Bogenschützen werden gesetzt. Die Goblins sind da. Ich bin gerade verwirrt. Was macht er hier mit dem X-Bogen? Wutzauber ist da. Jetzt geht es um den Blitz hier. Richtung Zentrum. Der Erdbeben ist nochmal da. Ah, jetzt braucht er den Blitz, der Blitz, der letzte Blitz. No, da kommt der Blitz. Aber er hat schon einiges an Trefferpunkten verloren. Und der Elektrodrache am Ende bekommt hier nicht so viel, da die schwarze Mine da ist. Und jetzt wird es auch natürlich schwierig, hier das Ganze zu retten. Denn das war so nicht geplant. Er wollte das Rathaus auf jeden Fall haben hier mit seinem Katapult. Aber dadurch, dass hier die schwarzen Minen waren bei dem Elektrodrachen, wird das Ganze jetzt sehr, sehr schwierig für Temper. Wir denken dabei dran. Es sind eben alles kreative Ansätze. Ansätze, die man so natürlich in gar keinem Match normalerweise spielen sollte. Aber das ist hier auch nicht das Ziel. Das Ziel in diesen Matches ist es eben, den Zuschauern Unterhaltung zu bieten und nicht eben den 10.000. Wurzelkriegerinnen oder Lalo-Angriff. Denn ich glaube, das sind natürlich die beiden meistgenutzten Strategien. Und die Strategien, die absolut, ja, man könnte schon was sagen, broken sind. Aber sehr, sehr stark zurzeit auf jeden Fall. Wächterfähigkeit, die früh genutzt. Königin und König und Co. Alle hier mit dazu. Aber die Gebäude wollte er auf jeden Fall draußen haben. Das Rathaus fällt durch die Raketenballons jetzt. Aber wird er genug Power haben hier, um durchzukommen? Die Königin etwas nach außen abgedriftet. Der Boden-X-Bogen auf der Königin ist natürlich nicht das, was er haben wollte.
Die Wutaura hier ist am Start. Wir können ganz gut mal schauen. Was hat er drin? Okay, okay. Auch einiges an guten Level mit dabei. Und da der Ton auch komplett maxed out. Oben haben wir jetzt hier die ersten Bogenschützen und Barbaren mit Schweinereiter zusammen. Können die Helden hier genug holen? Die Königin wurde gezündet. Aber reicht das hinten raus? Wir wissen alle, Helden sind stark. Sehr stark sogar. Aber reicht es hinten raus? Gegnerischer König ist mit dabei. Aber ich denke, das sollte die erste Verteidigung sein. Der Golem oben ist nochmal gut am Tanken. Er wird hier nicht am Ende dazu reichen, um hier die Power zu geben, um einmal komplett durchzukommen. Der Fuchs ist dabei, ihm hier nochmal zu helfen. Die Königin fällt jetzt allerdings. Aber das heißt am Ende hier, sind es kurz über die 80%, die hier Tampa erwirtschaften kann. Und damit geht es jetzt wieder zurück zum anderen Team. Dort werden wir dann wahrscheinlich, ich gehe davon aus, Jojo als dieses Angreifen sehen oder nochmal Garku, je nachdem, was von der Angriffsreihenfolge sie sich am Ende entschieden oder entscheiden. Und da haben wir jetzt nochmal einige Truppen hier für die Luftabwehr, um die Prozente nochmal etwas zu erhöhen. Aber das heißt, kurz unter 90 sind es am Ende jetzt hier geworden. 87%, 2 Sterne. Und ich warte sehnsüchtig auf den nächsten Angriff. Jojo als nächstes drinnen. Was wird der uns jetzt hier zeigen? Auf Klaus. Und wir haben, okay, ich habe mir schon gedacht, es wird sehr, sehr viel über Bahn und Bogenschützen werden. Aber es sind noch 55 normale Mauerbrecher. Okay, Jojo. Okay, okay. Ich denke allerdings, sehr, sehr vieles wird hier einfach darauf basiert sein, dass halt eben die Helden sehr, sehr stark sind mit der Aura und Co. Das heißt, haben wir eben gerade schon bei Tempa gesehen, obwohl der Anfang nicht so geklappt hat, wie er sollte, hat er dennoch sehr, sehr viel bekommen mit seinen Helden. Und ich denke, auch das wird hier am Ende darauf hinauslaufen. Giftzauber ist da. Die Wutaura hilft natürlich enorm. Schauen wir auch hier kurz an, was sind die Level? Jojo, gut mit dabei. Auch Level 14 Wutaura und auch Gladiatoren schon mal maxed out. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber kann Jojo das jetzt durchbringen? Mit 55 normalen Mauerbrechern und auch einigen Barbaren und Bogenschützen. Das wird absolut verrückt werden hier. Aber auch er, genauso wie Garku davor, benutzt natürlich, also das muss man hier natürlich, benutzt etwas, um eben sich einen Vorteil zu verschaffen. Und das ist halt eben diese Blasmaschine. Diese Blasmaschine ist die mit Abstand stärkste im kompletten Spiel. Und hat er erstmal Blitzzauber investiert, um die halt wirklich, ja, freizuschalten, um die wirklich powermäßig hier mit dabei zu haben. Und jetzt bin ich gespannt. Ich meine, genug Mauerbrecher hat er ja, um durch alle Mauern durchzukommen. Er haut ja auch hier ordentlich rein. Bogenschützen war Basis auch mit dabei. Er versucht jetzt hier alles Mögliche abzudenken. Reicht es, um die nächste Mauer aufzuöffnen? Jawohl, das Timing ist genial. Die nächsten Mauerbrecher kommen mit dazu. Reicht das, um hier zu öffnen? Das ist die Frage, die Mauerbrecher und... Die nächste Mauer ist offen und jetzt geht es Richtung Zentrum. Der Flinger hat schon die ganze rechte Seite hier rausbekommen. Es geht weiter mit dazu. Wächterfähigkeit wurde gezündet. König auch. Er hat nicht den Schummelkönig mit dabei. Aber die Gleitung im Zentrum hilft natürlich hier enorm und nimmt die Gebäude nach und nach raus. Der König hat das Rad aus. Das kann gut und sieht auch gut aus. Noch 21 Mauerbrecher und 21 Barbaren-Bogenschützen. Und Leute, das sieht sehr gut aus für Jojo. Der Flinger hier oben macht einen weiteren guten Job. Da kommen jetzt natürlich noch mehr Truppen raus. Die Yetis sind am Start. Und die Helden, die hier hinten raus alles aufräumen. Ihr seht, die Helden sind hier die MVPs. Die Barbaren-Bogenschützen sind zurück die Unterstützungstruppen mit dabei. Und damit sehen wir die nächsten 3 Sterne von Team Jojo, von Team Garku. Und das heißt 3 Sterne. Let's go! Was ein kranker Angriff. Klaus ist drinnen. Was zeigt er? Ich gehe von Babano Bogenschützen aus und... Halt, stopp. Was ist das? 25 normale Riesen. 25 normale Riesen. Okay, okay. Ich bin gespannt. 10 Blitz, aber was nimmt er damit raus? Wahrscheinlich hier irgendwas, mir vorstellen. Flinger direkt am Anfang. Mit Yeti nimmt er jetzt hier den König raus. Absolut wild. Perfekte Reichweite. Aber was macht er mit dem Minenwerfer? Geht er durch die Yetis raus? Oh mein Gott. Es ist so perfekt. Die perfekte Reichweite hier eingeschätzt. Und jetzt sollte er durch den Flächenschaden der Blasmaschine hier das Rados aktivieren und den Entfernturm rausbekommen. Geisteskrank. Absolut genial. Richtig, richtig stark. Was ist der nächste Plan? Wo kommen die Blitze? Das würde ich jetzt sehen. Ich vermute immer noch hier irgendwo. Oder vielleicht hier. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Mauerbrecher ist da. König soll hier einmal reinlaufen. Königin und Wächter zusammen. Nächstes Mal brauche ich jetzt auch mit dabei. Jetzt kommen hier die Erdbeben. Blitzzauber. Okay, er blitzt einfach alles raus und verteilt die ganzen Blitze. Währenddessen fällt das Rathaus mit der Blasmaschine. König geht hier weiter durch.
Und das sieht doch bisher sehr, sehr gut für den Klaus aus. Er hat auch noch Heiler und er hat noch die ganzen Riesen, die er jetzt hier startet für seine Helden. Am Ende des Tages sind die meisten Angriffe, wenn wir ehrlich sind, natürlich sehr, sehr ähnlich vom Aufbau. Das heißt, es ist halt das Katapult, es sind die Helden und die werden halt in irgendeiner Form unterstützt. Vom Blitzzaubern, durch Barbaren und Bogenschützen, durch Riesen, durch halt eben vermeintlich schlechtere Truppen. Aber da die Profis eben diese Helden so unfassbar gut einsetzen können, ist es halt am Ende einfach nur noch diese Heldenshow und die müssen halt eben durch das Dorf durcheskortiert werden. Und das ist der Knackpunkt hier dabei. Aber das ist auch eben auch das gleichzeitig, was so schwierig ist. Alle werden sagen, ey, Rados 16 ist so einfach und Co. Allerdings, ich glaube, auch wenn es vielleicht einfach sein sollte, die Angriffe werden nur die wenigsten hinbekommen. Denn die sind wirklich absolute, absolute Meisterwerke der Planung. Und wir haben jetzt natürlich hier die Heiler mit der Wutaura, mit den Riesen, mit den Mini-Wächter, die hier durchgehen. Und das sieht schon mal absolut tipptopp aus. Das Rathaus ist gefallen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ohne Mauerbrecher und Co. hat hier Klaus genug Power, um hinten raus durchzukommen? Das ist für mich jetzt die große Frage. Gladiatorin wurde oben gestartet. Der Giftturm wurde ausgelöst. Und jetzt geht's hier durchs Zentrum. Die Königin muss durch eine Mauer durch. Die Frage ist, benutzt er die Fähigkeit oder nicht? Normalerweise kann man inzwischen sagen, der Wächter häufig kann einfach sterben, vor allem wenn er die Heilaura nutzt. Aber bei der Wutaura wollte ihn natürlich auch möglichst lange am Leben lassen. Aber Leute, das sieht hier gut aus. Wenn die Zeit reicht. Die Königin wechselt nochmal das Ziel. Die Königin wechselt nochmal die Mauer. Frostzauber ist da. Ballon stirbt. Königin kann sie hier das hinten rausholen. Die Skelette lenken ab. 15 Sekunden, Leute. 15 Sekunden. Reicht das hinten raus? Die Riesenbomben sind da. Gleitonfähigkeit wird jetzt genutzt. Die Gebäude fallen. 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Die perfekte Aufteilung, aber nein! 99,999% von Klaus. Und damit sind es keine 3. So knapp. Garku ist drin. Wir gehen natürlich direkt mit dazu. Was hat er dieses Mal für uns? Heiler. Oh, hat hier oben schon gestartet. Es sind 100 Barbaren, 100 Bogenschützen. Ich bin sehr gespannt. Aber ihr seht inzwischen schon, die Openings häufig haben eine gewisse Ähnlichkeit. Aber kann er es schaffen hier mit den Truppen, die man als allererstes im Spiel freischaltet, die 3 Sterne zu holen? Das ist die große, große Frage. Er hat 2 Super Mauerbrecher mit dabei. Wo bricht er hier rein? Er hat oben ein bisschen viel Flächenschaden. Da hätte ich jetzt aktuell ein bisschen Bammel vor. Königin läuft außen rum. Schwarze Mine kassiert er auch noch. Ärgerlich. Nächster Testballon. Und jetzt müssen die Heiler hier erstmal ihre Aufgabe erledigen. Mauerbrecher ist jetzt da, aber die Heiler, die müssen jetzt wechseln, ansonsten hat er Problem. Die wechseln jetzt gerade so, der Locklauncher ist dabei. Wächterfähigkeit, der Ziel genutzt. Okay, das ist relativ früh, aber er möchte also bis zum Rathaus. Junge, Junge, das ist ambitioniert, er muss jetzt aufpassen. Oh no, er kommt doch hier niemals bis zum Rathaus, oder? Der Locklauncher macht zwar auch nicht, ich glaube, der Locklauncher war ja viel zu früh. Oder? Nächster Lock, der rollt hier sehr, sehr satisfying durch, aber er kommt nicht bis zum Rathaus. Er kommt nicht bis zum Rathaus und das ist jetzt ärgerlich. Reicht die Power hinten raus. Ich meine, das Zentrum sollte kein Problem sein. Die Gladiatoren kann gespielt werden. Aber was ist hier am Ende der Plan für den Rest des Dorfes? Das Rathaus muss hier am besten fallen. Das Skelett Zauber im Zentrum hilft ihm hier enorm. Der Monolith ist auf seiner Königin, muss er gegebenenfalls unsichtbar und macht er auch. Nächster Wutzauber ist da und kann das Rathaus trotzdem fallen. Ich meine, er kommt hier zum Rathaus hin. Die Mauern sind hier offen, aber der Monolith wird übersehen und das tut weh. Denn der kann jetzt hier nonstop auf seine Helden draufschießen. Von links kommen die Barbaren mit dazu und Bogenschützen. Die versuchen ihr Bestes. Königin muss gezündet werden. Er hat noch einen Wut, er hat noch einen Frost. Reicht das hinten raus? Der Mono ist hier weiter am Schießen. Er muss irgendwie rausgenommen werden. Das ist der Knackpunkt bei dieser Strategie oder bei diesem Angriff jetzt hier eher gerade. Weitere Barbaren und Bogenschützen werden mir zugespielt. Er hat noch 60 Bogenschützen. Und Leute, ich glaube, wir sehen hier die nächsten 3. Oder es könnten die nächsten 3 werden, oder? Königin, überlebt sie das Ganze hier? Der Monolith fällt nicht. Und damit bleibt hier eine wichtige Verteidigung stehen. Die Bogenschützen und natürlich auch die Barbaren überschwemmen hier jetzt das Dorf hinten raus. Königin stirbt. Können Bogenschützen und Barbaren... Oh, die Sprungfalle trifft hier 20 Millionen Barbaren. Ist hier eine Riesenbombe. Eine Riesenbombe. Und der Traum ist vorbei. Und das genau ist auch so der Fall. Garku, geile Idee. Ein paar Schwächen mit dabei gehabt. Aber 95% 2 Sterne, die hat er sich verdient. Tempas zweiter Angriff kann er hier vielleicht mit einer schwarzen Mine weniger das Ganze hier entscheiden. Und was ist denn das? 50 Kobolde
11 Sneaky Goblins und 12 Fledermäuse. Okay, ich meine, das Dorf hat eins. Wo sind die ganzen? Okay, der hat zwei Szenen-Inferno-Türme. Ich bin gespannt, was macht er hier? Ich gehe davon aus, er wird mit normalen Goblins versuchen, das Rad auszusnipen oder sowas Wildes in der Art. Tesla wird weggenommen. Er lässt sich aktuell Zeit, oder was ist... Oh mein Gott. Will er... Moment, aber er hat nicht alle Fledermäuse gespielt. Er hat nicht alle Fledermäuse gespielt. Ich bin gerade so verwirrt. Oben haben wir jetzt hier... Okay, oben haben wir das Katapult, aber ich bin gerade... Hier unten sind, ist das, passiert das Spannende. Die Fledermäuse haben links schon mal alles Mögliche wegbekommen. Wie kommt man auf diese Ideen? Wie kommt man auf diese Ideen? Fällt der X-Bogen auch noch? No way. Wie kann man denn sowas... Also das war entweder gerade ein bisschen Glück oder ich habe keine Ahnung was. Als ob die Fledermäuse auf den Punkt genau dieses Katapult rausbekommen. Absolut wild. Okay, was ist der nächste Plan? Ich sag euch, früher oder später, er wird das Rathaus mit den Sneaky Goblins holen. Ich bin mir da ganz, ganz sicher, dass das der endgültige Plan ist, oder? Wofür sind sonst die ganzen Sneaky Goblins mit geplant? Wofür sind die ganzen normalen Goblins für geplant? Ich habe gerade einfach nur ganz, ganz viele Fragezeichen bei mir im Kopf. Währenddessen oben der Flinger genial für den Monolith, für den Adler gesetzt wird. Und jetzt haben wir die Königin hier reingeht. Das heißt nicht anscheinend für das Rathaus ist nicht die Goblins. König sitzt ja auch mit dabei. Oder wird das Rathaus einfach nur verzögert rausgenommen? Ja, Fragen über Fragen. Ich bin gespannt, was am Ende der Fall sein wird. König läuft mit rein. Königin führt das Ganze aktuell an. Parallel dazu das Katapult oben immer noch. Ich glaube, das ist aktuell nicht so spannend wie hier unten der Heldenpush. Rathaus ist aktiv. Und jetzt kommen die Sneaky Goblins, wie bereits gesagt, fürs Rathaus. Erstmal muss der Unsichtbarkeitszauber aktiviert werden. Wächterfähigkeit ist am Start. Die Königin hier noch mit am Schießen. Sobald der Unsichtbarkeitseffekt weg ist. Jetzt kann ich die Sneaky Goblins unten dazu setzen. Da kommen die alle rein. Der Angriff wieder geisteskrank. Gut, 39 Goblins. Was macht er damit? Wahrscheinlich einfach aufräumen und... Ja, hoffen so ungefähr. Rathaus ist gefallen. Gladiatoren oben mit dazu. Aber denkt dran, Gladiatoren in diese Multibogenschützentürme, das kann wehtun für den Fuchs. Das kann enorm wehtun. Und jetzt kommt die nächste Welle, aber da haben wir noch die Bogenschützentürme. Was ist hier der Plan für die? Der Bogenschützenturm tut aktuell weh. 35 Sekunden. Also der Plan ist wieder absolut geisteskrank. Aber die Zeit, Leute. Gladiatoren ist mit dabei. Die Yetis bekommen den zweiten Multibogenschützenturm raus. Jetzt lenkt er hier oben mit einem Golem das Streukatapult ab, damit die Fledermäuse durch können. Was sehen wir hier gerade? 20 Sekunden. Königin ist mit dabei. Gladiatorenfähigkeit. Die Gebäude fallen. 15 Sekunden. Und irgendwie hat... Was? Wie? Da stand eben noch 50% des... Okay, das war vielleicht der Highlight für mich. Das war ein richtig kranker Angriff. Nächster Angriff. Jojo ist drinnen. Was können sie uns jetzt nochmal zeigen nach dem Angriff gerade von Tempa? Nein. Nein, wieso... Oh mein Gott. Wieso nutzt Tempa jetzt die eine meiner Bases? Tempa natürlich einer derjenigen, mit denen ich die Base mit getestet habe. Das heißt, nicht wirklich überraschend, dass er die Base hier hat. Aber ich will nicht, dass meine Bases vorgeführt werden in einem dieser Kreativmatches hier. Aber gut, ich bin gespannt, was Jojo sich ausgedacht hat, um das Dorf auseinanderzunehmen. Die Wutaura natürlich wieder mit am Start. Gute Blitzzauber hier im Zentrum. Der Flinger fürs Rathaus sieht natürlich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Allerdings halt eben alle Gebäude einzeln. Das heißt, wir haben hier... Der Flinger wird ein bisschen länger brauchen, um da alles wegzubekommen. Das war auch damals die Idee, als ich die gebaut habe, die Base. Das heißt, das Rathaus sah relativ free aus mit dem Katapult. Aber die Bauten haben das Ganze echt nochmal erschwert. Ah, wir sehen jetzt hier die Königin, die nach und nach nach hier unten wandert. Der König wurde bereits mit dazugesetzt. Das heißt, wir haben hier so eine Art Queen und Wächter, ja, Walk, der nach und nach hier in einem Heldenpush dann gipfelt. Mauerbrecher ist am Start. Er wird einen weiteren Mauerbrecher brauchen, um weiter ins Dorf reinzukommen. Der findet jetzt die Stadt. Der König geht mit rein. Also nicht nach außen abgedriftet. Währenddessen hier oben... Das Katapult weiter seine Aufgabe verrichtet. Aber wie bereits gesagt, es dauert sehr, sehr lange, um die Gebäude hier rauszubekommen. Bisher hat es erst den Magierturm und den Fernturm geschafft und ist bereits jetzt auf 40% Trefferpunkten. Das darf man hier nicht unterschätzen. Das ganze Dorf ist darauf ausgebaut, dass halt eben Flinger am Rathaus nicht wirklich viel bekommt. Da haben wir hier parallel die Gladiatoren, die oben mit dabei ist. Die Tesla-Farm hier, die ein bisschen nerven soll. Und kann ich hier für Tempo und Klaus verteidigen? Das ist die Frage. Jetzt ist eine Baute hier anvisiert. Das wird auch natürlich erstmal ein bisschen dauern. Aber ich schätze mal stark, dass wir gleich noch Superlakaien in der Bedarfsmaschine drin haben. Das heißt, das wird früher oder später auch natürlich dann rausgenommen. Ich glaube, das sieht hier nicht so gut aus für das Dorf. Das sieht hier gar nicht gut aus für das Dorf. Königinfähigkeit muss immerhin gleich benutzt werden.
Die Heiler heilen hier unten Riesen. Ist etwas ärgerlich. Aber was ist jetzt in der Klamauk drin? Das ist die Frage. Ich schätze mal, wie gesagt, Super Lakaien wäre meine Schätzung. Sind es Super Lakaien wie geschätzt oder doch was anderes? Frostzauber da. Oh, es sind Raketenballons, aber so oder so er schafft es, das Rados hier rauszubekommen. Und damit hier die loggerfloggigen 3 Sterne für Jojo. Geiler Plan, geile Idee. Und damit die nächsten 3 Sterne für Team Jojo und Team Gaku. Und jetzt bin ich gespannt, was Klaus zum Ende nochmal macht. Klaus, die Thumbnail-Maschine, könnte man schon fast sagen, ist dran. Und zwar gegen Jojo. Was zeigt er uns hier? Es sind die Barbaren und Bogenschützen. Was werden wir hier sehen? Wahrscheinlich wieder ein Queen Charge, um einige Gebäude hier rauszubekommen für den Flinger. Wäre so meine Einschätzung gerade. Oder was wird es hier schlussendlich sein? Allerdings alle X-Bögen relativ tief im Dorf drinnen. Jojo hier mit einer, ich glaube, ein bisschen abgeänderten Boxspace, die ich auch über die Legende benutzt habe. Aber sind die 50 Barbaren und Bogenschützen genauso wie die 50 Goblins hier am Ende das, was ihm die 3 Sterne bringt? Bin sehr gespannt. Er versucht auf jeden Fall erstmal jetzt hier reinzugehen. Er hat 3 Mauerbrecher mit dabei, um mit der Königin einiges rauszubekommen. Queen Charge braucht er. Und verliert hier früh die Fähigkeit. Kommt ein weiterer Mauerbrecher mit dazu? Nein, aber wir haben jetzt hier noch gerade den Queen Bug am Start. Queen Bug ist mehr oder weniger, wenn ein Wutzauber liegt, dann skaliert der Bonusschaden des Unsichtbarkeits, der Unsichtbarkeitsausrüstung skaliert mit dem Wutzauber. Das heißt, man braucht nur noch 2 Angriffe fürs Rados und sowas. Das ist eine nicht gewollte Mechanik. Also Ausrüstungen sollen eigentlich nicht mit Wutzauber soll nicht mit Ausrüstung skalieren, so rum. Von daher, nun gut. Wir haben, das Rados wird gleich mit den Sneaky Goblins rausgenommen. Genau so ist es. Rückrufzauber wurde genutzt. Er wird wahrscheinlich gleich nach unten kommen. Er muss aufpassen, der Adler ist auf seinem Wächter. Rados wurde rausgenommen. Wann kommt die Königin hier wieder zu? Jetzt. Aber der Adler hat schon mal ein paar Schüsse rausbekommen. Wächter muss jetzt wieder hochgeheilt werden. Durch die Wutaura passiert das natürlich relativ fix. Die ist auch bereits auf Level 12 hier. Und jetzt müssen wir schauen. Oben schon ein paar Fallen ausgelöst. Aber ihr seht wirklich, es gibt so ein paar Sachen, die alle diese Angriffe gleich haben. Und das sind eben zum Beispiel diese absolut, absolut kranken Flingerangriffe. Die sind echt sehr, sehr stark. Wutzauber ist da. Er nutzt jetzt die Wächterfähigkeit für die normalen Mauerbrecher, um hier tief in das Dorf reinzukommen. Und schafft das? Jawollo, bis ins Zentrum durch die Wächterfähigkeit. Geile Idee mit normalen Mauerbrechern. Aber kriegt das ganze Dorf raus? Es steht doch schon noch einiges, wenn ich ehrlich sein darf. Oben haben wir einen Root Rider gehabt, der in der Belagerungsmaschine drin war. Hux ist noch am Start, aber kann er hier weiter reinkommen? Moment, halt, stopp. Ist die Königin? Die Königin ist schon gefallen, oder? Das sieht hier gar nicht gut aus für Klaus. Und damit hier keine 3 Sterne. Es war eine coole Idee, aber hier am Anfang doch zu viel Schaden und hat die Königin-Fähigkeit zu früh verloren. Gute Idee. Und ich bin jetzt vor allem gespannt, Leute. Was war euer Lieblingsangriff aus diesem Match? Ich bin super gespannt. Ich muss sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber für mich war, glaube ich, es gab 2 Angriffe, die auch immer rausgestochen haben. Gaku-Angriff, der war mit den 100 Minions schon ziemlich cool, aber mit den 12 Liter-Mäusen von Temper, der Angriff war einfach nur geisteskrank, Weltklasse, unfassbar stark. Aber die Froster am Ende hier für Klaus, die kommen zu spät und können am Ende nichts mehr wirklich retten. Das heißt am Ende, der theoretische Sieg geht hier an Team Jojo und Team Gaku. Allerdings ging es nicht wirklich darum hier in diesem Match. Es ging darum, uns als Zuschauer zu unterhalten. Und ich glaube, das haben die Jungs hier, die Pros, auf jeden Fall enorm gemacht. Das hier war nur ein Showmatch. Und in der nächsten Zeit wird es auf jeden Fall von Coco und Carbon Finn 2 gegen 2 Turniere geben, wo es auf diese Kreativität drauf ankommt. Da freue ich mich extrem drauf. Vielen Dank natürlich an Coco und auch an Carbon Finn, dass sie allgemein sowas hier organisieren. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, denn ich habe richtig, richtig Bock auf die ganzen Matches zu sehen, was die Pros wieder als kreative Angriffe auf Rados 16 hinbekommen. Rados 15 war mal so ein bisschen schwierig. Man konnte kreativ werden. Die Chancen allerdings auf 3 Sterne waren nahezu gegen 0. Das heißt, auch Profis mussten auf Rados 15 bis ins allerletzte schwitzen, um eben 3 Sterne zu bekommen. Auf Rados 16 sieht das Ganze anders und das und das finde ich als Zuschauer ist dann wesentlich unterhaltsamer, wenn eben auch mal hier die 3 Sterne rumkommen bei so unfassbar geilen wilden Angriffen. Von daher, ich hoffe, ihr habt genauso Bock darauf auf mich, wie ich, über die nächsten Monate dort viele geile
viele, viele geile 2 gegen 2 Matches zu sehen mit coolen, kreativen Angriffen. Vielen Dank natürlich immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich morgen wieder zum nächsten Clash. Bis dann rein und tschö, tschö.